Wochenende. Wie geht's dir? Wie war deine Woche mit den gleich zwei Portaltagen? Wie geht's dir überhaupt in dieser Zeit, in der jeden Tag praktisch neue Botschaften zu kommen scheinen, neue Regeln, neue Nachrichten? Wir leben in dieser schnelllebigen Zeit und in dieser Zeit, in der, wie ich schon von Anfang letzten Jahres angesagt habe, einfach jetzt alles auf die Spitze getrieben wird. Und zwar nicht, damit du besonders aufgeregt bist und auch nicht, damit du in tiefe Depressionen fällst, sondern damit du siehst, was es mit dir macht, wenn du dich von etwas abhängig machst, was nicht in dir ist. Es ist ganz wichtig jetzt in dieser Zeit, dass du dich ganz kennenlernst, so mit all dem, was du wirklich bist. Wer bist du? Wo machst du es dir vermeintlich einfach und glaubst einfach mal das, was da im Außen ist? Und wo bist du sogar vielleicht abhängig von den Informationen, die vom Außen kommen, weil du in dir dich an der einen oder anderen Stelle nicht mehr spüren kannst? Das ist eine ganz heilige Zeit, in der du wirklich ganz in deine Tiefen gehen kannst. Und ich lade dich immer wieder ein, tu das auch. Geh in deine Tiefen. Denn wenn du in dir klar Schiff machst, bist du vollständig unabhängig vom Außen. Und das bedeutet, dass du natürlicherweise siehst, was es ist. Du bist ja mittendrin und das ist auch gut so. Wir dürfen mittendrin sein. Es geht um dieses Menschsein, nicht weglaufen. Und es geht auch darum, was machst du damit? Was macht es damit, dieses Außen? Es geht um deine Unabhängigkeit und unabhängig kannst du jederzeit sein. Ich sage oft in meiner Meisterschule, in dem Moment, in dem du mit dem Teufel frühstückst und es sich wunderbar anfühlt, bist du einfach bei dir selbst angekommen. Wir sind hier auf der Erde. Es gibt alles. Es ist eine duale Welt noch im Jahr 2021. Wer weiß, wie sich das entwickelt. Und das bedeutet, du bist auch nicht nur gut. Du bist auch böse. Und zwar nicht im letzten Jahrhundert gewesen, sondern jetzt in dieser Zeit. Du hast auch Augenblicke, in denen du, keine Ahnung, jemandem anderen nicht gut gesinnt bist. Das geht gar nicht anders, denn du bist Mensch und du bist mittendrin in dieser dualen Welt. Und es geht jetzt in dieser Zeit darum, dass du dich als Ganzes kennenlernst, mit allem, was du eben bist, mit deinen hellen und dunklen Seiten. Und dass du, weil sie eben in dir sind, all diese Facetten, kannst in den Frieden gehen, kannst mit allem, was ist, mit allem, was in dieser Welt ist. Und aus diesem Frieden in dir kann dann auch Frieden im Großen entstehen, niemals andersherum. Wir versuchen immer noch, am Außen rum zu doktern, irgendwelche Systeme neu zu erfinden. Doch es geht andersherum. Es geht vom Innen nach außen. Und dann geht es auch ganz schnell. Es geht wirklich darum, dass du dich jetzt ganz kennenlernst. Und da darfst du alle Tools nutzen. Schau dich aufmerksam um. Wer ist in deinem Umfeld? Was sagen diese Menschen zu dir? Welche Worte, welche Sätze hörst du immer und immer wieder? Welche Verhaltensweisen hörst du immer wieder? Welche Muster scheinen alle Menschen um dich herum zu haben? Und dann tauch nach innen und frag dich, okay, was hat das denn mit mir zu tun? Was ist denn hier für mich? Was ist denn hier meine Lernaufgabe? Und dann bist du schon wieder einen Schritt oder zwei oder fünf weiter. Es ist wirklich sehr leicht und ich möchte dir das auch immer wieder sagen. All diese hohen, wundervollen Energien, die sind für dich da.
aber nicht um was wegzumachen, sondern um an einigen Stellen dir das nochmal bewusst zu machen. Denn wir haben ja ganz bewusst dieses Spiel der Zerstörung gespielt und wir dürfen es jetzt auch ganz bewusst nochmal ansehen, um es in aller Liebe zu verabschieden, um zu sagen, wow, geil, ich habe es genial gespielt, dieses Spiel. Und ebenso genial spiele ich jetzt mein nächstes Spiel, das Spiel des Lebens. Darum geht's. Und natürlich, wie immer, musst du mir das nicht glauben. Und du kannst es glauben. Was heißt glauben? Du kannst vielleicht in dir eine Resonanz spüren. Und da tauchst du hin, in diese Resonanz. Und machst sie einfach größer, denn du darfst dich wohlfühlen, du darfst dich gut fühlen. Und du darfst ganz hier sein. Du bist gebraucht hier. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein ganz wundervolles Wochenende. Genieß diese hohe Zeit. Und natürlich tauche ich jetzt ein mit dir ins göttliche Feld der Wunder. Hochgeliebte Seelen, es ist uns eine große Freude, dich zu begrüßen an diesen Hörgeräten, an diesen Bildschirmen allen Ortens und mit dir zu singen und zu tanzen, auch zu den Zeiten, zu denen dir zu tanzen nicht zumute ist, geliebte Seele. Es geht nun darum, dass du aufstehst, dass du auferstehst. Und dass du in diesem deinem Auferstehen erkennst, alles, welches hier ist, ward von dir getan. Du, geliebte Seele, bist Schöpfer, du bist Gott, du erschaffst diese Welt an jedem Tag mit diesem einen Atemzug, den du in diesem Moment tust. Bist du bereit, geliebte Seele, diese Verantwortung bereits zu übernehmen? Nun denn, ist dieses bereits der erste Schritt für dich in diese wunderbarhafte neue Zeit? Ist es diese Basis, dass du sagst, ach, da bin ich hier, da bin ich ganz der Schöpfer dieses Lebens und als dieser Schöpfer gehe ich durch meinen Tag, nehme ich die Verantwortung für all jenes, was da ist in meinem Leben. Darum geht es, geliebte Seele. Übernimm du heute, an diesem Tage, die Verantwortung für dein ganzes Leben, für alles, was da ist, für jeden Menschen auch, der da in deinem Leben ist. Damit meinen wir nicht, trage jeden Menschen, der da ist. Nein, wir meinen, sieh jeden Menschen, der da ist und wisse, sie sind alle da, um mit dir dein Spiel zu spielen, um dich auf deinem Weg in dein Sein zu begleiten, auf dem Weg in deine neue Zeit. Insofern könntest du sagen, nun, all jene, die in deinem Leben sind, nun, die hast du hier hereinbestellt in dein Leben, um zu verstehen, welches dein Weg ist. An diesem Tage, in diesem einen Moment, in dem dieses, wir sagen einmal, wie ein Blitz in dir dich erleuchtet, wirst du spüren, es wird leichter. Denn dort, wo du es selbst machst, nun kannst du es selbst machen. Und wir, nun wir sind da für dich, um dich zu unterstützen, um dich zu tragen an manchen Stellen, um dir all jenes zu geben, welches du brauchst für diese neue Zeit. Doch hierfür braucht es diesen einen Schritt. Übernimm diese deine Verantwortung für dein Leben und dann steige ein. Kreiere, erschaffe diese neue Zeit ebenso wunderbarhaft, wie du das Spiel der Zerstörung gespielt hast. Ihr habt es wundervoll gemacht, ihr wunderbaren Menschen. Seid ihr doch ganz eingestiegen, habt ihr euch geradezu geopfert für dieses wunderbarhafte Spiel, so wisse. Dieses neue Spiel, welches einige von euch bereits spielen, es ist für dich ebenso wie alles für dich ist und es ist weit. Es ist bereits eröffnet, dieses Spiel, so steige ein, heute noch.
Lass dich erleuchten von dieser deiner Entscheidung des eigenen Verantwortens, des Selbst bin ich. Bin ich hier, um mein Leben zu führen? Dieses sei deine Entscheidung, hochgeliebte Seele, und nur dieses. Du wirst sehen mit dieser Entscheidung, welche aus deinem Herzen strömen darf, wird sich alles verändern. Und so danken wir dir dafür, dass wir mit dir sein dürfen. Sind wir ja du auf vielen verschiedenen Ebenen gleichermaßen. Atme dich, geliebte Seele, verbinde dich immer und immer wieder über deinen Atem mit dieser wunderbarhaften Erde, auf die du gekommen bist, um dein Menschsein zu spielen. So spiele, geliebte Seele, und nimm alle Tools wahr, die sich da für dich bereits aufzeigen. Folge deinem Weg, folge deinem Impuls und geh, dreh dich nicht um. Hab Dank, geliebte Seele, wir lieben dich so sehr und wir verneigen uns vor dir in der tiefen Liebe und Freude. Amen. Amen. Namaste. Ihr Lieben, vielleicht hast du ja Lust, noch ganz so aktiv in dein Sein einzutauchen. Dann komm doch zum Silvester-Retreat. Es wird ganz wunderbar werden, weil wir tief gehen und weil wir in 3 Tagen so viel lösen in dir, wie du dir gar nicht vorstellen kannst. Gönn's dir. Es ist ein Schritt in die absolut richtige Richtung. Und wenn du jetzt schon einsteigst, spürst du es bis dorthin, dass dich das Feld trägt, aufrüttelt und klar macht bis dorthin. Ich freue mich auf dich und ich sende dir unendlich viel Liebe. Danke für dein Sein immer wieder. Ich freue mich, wenn wir uns an Silvester sehen. Danke. Genieß dich.